Willkommen zu einem Short Review Review Spezial Bonus. Ich habe in einigen Videos die Transformers-Sammlung meiner Kindheit ausgepackt. Ich hatte eine ganze Menge Kartons hier aufgebaut, in denen ich 15 Jahre mindestens nicht reingeschaut habe, nicht gewusst habe, welche Figuren ich habe, und habe meine ganze Sammlung, mit der ich gespielt habe, das war so wirklich meine Spielsammlung, auseinandergenommen und mit euch zusammen angeguckt. So, und ich möchte euch jetzt 10 Momente oder beste Momente vorstellen mit Figuren, mit denen ich eine besondere Verbindung habe. So, fangen wir an. Platz 10 geht an die Micromaster. Als ich sie ausgepackt habe, sind sehr viele Erinnerungen hochgekommen. Ich habe eine sehr große Sammlung festgestellt, aber mir fehlen doch noch ein paar. Ich dachte eigentlich, ich habe alle, aber gut. Ich habe auch eine Zeit lang dann pausiert und ja, scheinbar fehlen mir welche. Und die muss ich mir noch zusammensammeln. Auf jeden Fall stellvertretend für diesen Moment, diese tolle Sammlung wieder vor Augen zu führen, habe ich diese 5 Figuren. Einmal die Rescue Force, und ich habe extra mir einen Katalog herausgesucht. Ich werde auch mal Kataloge in Zukunft neu betrachten. Hier sind die Figuren aufgelistet. So, Rescue Force, wie heißen die denn? So, wir haben Sea-Watch, das kleine Boot. Dann haben wir Stakeout, den Polizeiwagen oder den Polizeiwagen. Wir haben Fix-It, den Krankenwagen. Das war sozusagen mein Micromaster Ratchet oder First Aid, die ja sehr viel die im Kampf beschädigten Transformer reparieren musste. So, das ist hier die Feuerwehr, auch eine sehr geniale Figur. Red Hot. Und schön verwandeln. Herrliche Figur. So, meine verwandelte Figur auch hier hinstellen. Na. So, dann gab es ja noch diese kleinen Micromaster Stations. Hier ist so ein Construction Vehicle. Auch eine sehr schöne Sache. Haben wir den hier überhaupt drauf? Wahrscheinlich. Doch, da haben wir ihn auch. So, das ist Erector. Ja, klingt ja echt spannend. Erector. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich irgendwas abgenommen habe da, weil ich habe die Zubehörteile jetzt nicht hinzugetan. Aber hier habe ich ihn als Roboter, und dann machen wir doch mal, komm, ihn als Battle Station verwandeln. Ist natürlich seit 20 Jahren nicht wirklich bewegt worden, aber dafür sieht er doch sehr gut aus. Ein bisschen eng geht das meiste. Ja, passt zu dem Enk und Erector. So, dann haben wir hier eine Kanone. Erstaunlich, dass sowas fest ist. So, die Kanone. Und dann kann man die Figur hier hinten ranstellen. Eine kleine Kampfstation. So, das waren meine, das war mein Highlight Nummer 10 mit den Micromaster Transformers. Platz 9 der besten Momente, die ich mit meiner Sammlung oder rückwärts wieder erlebt habe, gehört 2 Pretendern oder überhaupt den Pretendern. Eine schwierige Toyline zum Spielen, weil sie war sehr ungewöhnlich mit den Hüllen für die Transformer. Also die Transformer konnten sich normal verwandeln, wie hier als Auto oder immer als Roboter. Das ist der Starscream-Pretender. Starscream war ja eben halt sehr einfach gehalten gegenüber dem klassischen, den man dann kannte, G1, den man sonst kannte. Es war etwas ungewöhnlich. Wie spielt man mit diesen Figuren, die sehr menschlich sind, und gleichzeitig mit den Robotern, die waren auch in einer Fernsehserie oder in einer Animationsserie vorgekommen. Die war bei uns Japan vorbehalten. Ich muss wieder raten, entweder Master Force Victory oder Headmasters. Einer von denen war das. Ich glaube, Master Force war das. Und ja, wie spielt man mit denen? Das wusste man nicht. Deswegen war es ein bisschen schwierige Toyline. Es war aber eine sehr witzige, eine innovative, eine geniale Idee, in einen Körper wie jetzt hier, Longtooth, so eine Seerobbe, der richtig genial aussieht, ein Autobot,
eben halt mit so einem schönen Schädel als Gürtel, sieht auch klasse aus. Wie man damit spielt, also kämpft man ja nur gegen die und einander, oder wie nimmt man sie zur Kenntnis, wie kann man sie ins Spielprinzip mit den Transformer-Figuren einfügen? Ja, das ist ein bisschen schwierig gewesen, aber es sind schöne Figuren. Ich habe trotzdem gerade an diese Figur von Longtooth gute Erinnerungen, mit dem habe ich sehr viel gespielt. Es war auch so einer meiner Anführer der Pretenders, also wunderbar sie zu sehen. Das ist Moment 9. Moment 8 gehört auch einer G1-Figur, und zwar Roadbuster, einem sehr, sehr frühen Transformer aus der aus einer anderen Anime-Serie, aus der Dorvac-Anime-Serie, die nur in Japan gelaufen ist. Es gibt auch keine deutsche oder englische Synchronisation davon. Ich habe hier fast keine gefunden. Könnte sein, dass es in Englisch fast mal gelaufen ist, aber es gibt da nichts wirklich viel zu sehen. Die haben sozusagen nie eine Rolle in den Cartoons gespielt, waren aber geniale Figuren, sehr viel aufgebaut, eben halt mit Rüstung. Hier den überhaupt zu besitzen, ist ein echtes Schmuckstück. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich ihn komplett habe, mir, wie gesagt, lange Zeit nicht beachtet, jetzt wird er beachtet. Auch einer schon mit Plastikreifen, obwohl das eine erste Generation ist, eigentlich schon sehr erstaunlich, weil meistens haben die Gummireifen. So, viel mehr gespielt als mit dem habe ich mit diesem kleinen Roadbuster. Der hat ja auch schon seine Battle Scars, indem er einen Arm verloren hat und die Waffe im Mode von mir geflickt und als Armkanone benutzt. Man improvisiert ja, ihm eigenes Decepticon-Logo verpasst, weil ich fand ihn etwas als bösen Charakter etwas besser. Er passte auch gut zu den Prime von den Größenverhältnissen, deswegen macht es auch Spaß, mit ihm zu spielen. Das war auch oft ein großes Problem, dass die Figuren nicht so wirklich einheitlich sind. Also im Gegensatz zum Beispiel zum Star Wars Actionfigurensystem, die sind ja fast alle gleich groß. So hat man ein ungefähres Verhältnis, aber bei Transformers, die variierten ja. Und die Cartoon-Größen der Figuren stimmten nicht mit den Actionfiguren überein. Deswegen war es manchmal ein bisschen schwierig mit das Spielen. Ansonsten eine sehr schöne Figur. Es ist ein Knockoff dieser Figur gewesen. Gab es damals auch zu kaufen. Mittlerweile ja auch schon eine sehr klassische Figur, ein Robot-Changer. Ich habe gute Erinnerungen an den, habe damit viel gespielt und deswegen ist das auch einer meiner Best Moments. Kommen wir zu meinem Best Moment Nummer 7. Leider auch wirklich kein bester Moment, denn es gibt nicht nur Positives, was ich entdeckt habe. Großartige Figuren, darum ging es gar nicht, sondern es ist die Zeit, die auch eine Sammlung, die teilweise, wenn man bedenkt, 1990 habe ich so viele Figuren, oder ich habe von 86 bis, die Figuren waren so bis, ich sag mal bis 93 alle, habe ich sie mir gekauft. Das heißt, wenn man es jetzt hochrechnet, sind es knapp 30 Jahre. 30 Jahre sind diese Figuren alt und die Zeit hat sie eingeholt. In verschiedener Hinsicht, denn Plastik, Gummi zeigt Materialermüdungen, Oxidationen. Es gibt auch spielmäßig Sachen, die passieren eben halt. Gut, Aufkleber, wie man hier sieht, diese zwei Figuren, Scattershot und auch diesen, ich glaube, Getaway hieß er, von den Motormasters habe ich gebraucht gekauft, sind aber schon bespielt. Das heißt, Aufkleber sind abgerissen, verblasst, sie sind abgenutzt. Das ist halt eine Sache, wenn man spielt. Man kann natürlich auch Sachen restaurieren, das ist ein anderes Thema. Aber was trotzdem traurig macht, ist, dass sich Material verändern kann. Und auch wenn man es weiß und damit es auch hinnimmt, gibt es eben halt verschiedene Arten. Hier habe ich zum Beispiel, das Auto ist völlig, fast schon orange, kann man sagen, obwohl es war mal so weiß. Da könnt ihr sehen, wie sich die Zeit verändert. Oder auch hier bei Scattershot, ähnliches System. Hier seht ihr, die Kanone ist noch weiß. Der Körper hier hinten, habe ich sogar unterschiedliche Phasen, weil durch die Aufkleber leicht verdeckt wurde, hat sich das ein bisschen verändert oder nicht so verändert, ist auch gelber geworden, sonnengebleichter, und hier sind sogar die Arme rosa.
haben sich rosa gefärbt und auch das Gelenk. Und es sieht auch leicht brüchig aus, wie so ein abgelutschter Bonbon oder so ein Farbbonbon, wie man früher hatte. Das ist eine sehr schöne Figur, werde ich mir bestimmt auch nochmal für meine Sammlung komplettieren in einer anderen Form. Ich habe echt Angst, dass das zerbricht oder zerbröckelt. Das ist leider auch so eine Sache. Es kann passieren, diese Materialerscheinungen sind nach 30 Jahren eben halt ja, gang und gäbe. Das muss man dazu sagen. Zum Glück kann ich auch sagen, diese Figur wurde ein paar Mal auch aufgelegt. Es kann sein, dass es auch ein bisschen im anderen Material, denn Transformers ist ja über mehrere Jahre eben halt ja, aufgelegt worden, nimm auch ein paar Mal die gleiche. Dann kamen auch unterschiedliche Materialien von unterschiedlichen Fabriken hinzu. Es ist auch bei anderen Toy-Serien auf der Fall. Spielzeugserien wurden ja nie in einer Fabrik nur gefertigt, wenn man den Weltmarkt bedienen möchte. Und unterschiedliche Materialien, unterschiedliche Zusammensetzungen, was auch immer, haben auch die Dinge verändert. Man sollte aber auch nicht sagen, bedenken meine ich nicht sagen, dass die ja nie als Spielzeug oder das als Spielzeug konzipiert sind und hier als Sammlungsstück. Und heutzutage hat sich vieles verändert, aber dennoch, man ist nie gefeit, auch bei neuen, modernen Sachen. Hier haben wir ein weiteres Beispiel, den Pretender. Sieht zwar noch sehr gut aus, Arme fangen leicht an zu kleben, weil sie aus Gummi sind, dann sind sie auch sehr fest. Merkwürdigerweise zieht sich auch das Metall manchmal wie zusammengezogen, das Gelenke gehen schwerer, vielleicht weil man sie jahrelang nicht bewegt hat. Und was auch hier ist, das ist zum Beispiel etwas, was auch durch Spielen passiert. Ihr seht, Haare, da sind Farb ab und im Helm stecken geblieben. Der Helm auch aus Gummi leicht klebrig geworden. Aufkleber, dass sich die lösen, wie gesagt, das passiert, das durch Spielen. Es gibt stärkere Verblassungen und es gibt etwas schwächere. Aber so ist es halt. That's life, that's time. Und das ist jetzt einer, der für mich, nehmen wir mal sagen, das ist ein trauriger Moment gewesen, als ich meine Sammlung angeguckt habe, dass sich doch so viel durch die Zeit verändert. Bei diesen beiden jetzt extrem ist. Ich habe jetzt nicht so viele Versionen, wo es so extrem ist. Obwohl einige Figuren, ich habe auch noch eine in dieser Top 10, da auch, wo auch viel weiß ist, wo auch schon an einigen Stellen dieser Gelbstich durchkommt. Lässt sich nicht ändern, es ist die Erinnerung daran, die bleibt. Und das ist das, was man auch, ja, man kann es nicht rückgängig machen. Deswegen, ja, ist es halt so. Traurig, aber wahr. Der sechste Moment ist mein Metroplex wiederzusehen. Metroplex, die große Kampfstation der Autobots aus dem ja, ersten Teil der dritten Season von Generation One oder dem Cartoon. Five Faces of Darkness, eine absolut geniale Figur, große Kampfstation, mit der man viel spielen kann, kann sich in eine Basis verwandeln eben halt und oder Kampfstation hat ja überall seine Kanonen und auch als Fahrzeug. Natürlich hat die Zeit, ich hatte Punkt davor, war Zeitveränderung, Brustpanzer ist auch nicht mehr weiß, hier kann man sogar sehen, ein Fuß gelb geworden, ein Fuß noch weiß, die Antennen haben sich leicht verfärbt und auch die Kanone habe ich ja schon gezeigt. Dennoch eine wunderbare Figur. Es sind vier Transformer in einem. Die Kanonen, oder beziehungsweise das hier ist auch dann ein Teil der Station. Six Gun, glaube ich, heißt er. Macht sich sehr gut zu dem Ganzen. Ist natürlich sehr einfach. Er hat kaum eine Bemalung, wenn man ihn sich so anguckt. Er ist wirklich ganz klassisch einfach nur zusammengesteckt. Das Autobot-Logo habe ich sogar selbst hinzugefügt, weil er hatte keins, was ja schade ist. Genauso wie bei Slammer, dem Panzer. Interessant, er kommt sogar in dem einen Opener von dem Transformers-Cartoon vor. Darf so von vorne zu sehen sein. Hat aber, glaube ich, vielleicht ein, zwei Dialoge, genauso wie dieser kleine, den ich jetzt nicht gerade im Kopf habe, wie er heißt. Auch ein sehr schöner Transformer, aber auch zu einfach gehalten. Und das ist auch sehr schade. Der ist wirklich großartig. Und der kann sich zwar zusammenklappen, aber die Arme muss man draufstecken. Und da hätte man, würde man heute auch anders machen. Metroplex ist auch in einer neuen Form als Titan. Wirklich in dem Format, glaube ich, wieder rausgekommen. Mega teuer auch, 300, 400 Euro. Und sehr gelungen in den neuen Serien. Aber das ist der klassische, der G1. Und ja, ich habe viele tolle Erinnerungen damit, viel mitgespielt und ich musste, oder beziehungsweise mein Bruder hat den gehabt,
Ich habe ihn übernommen später. Mein Bruder hat meine Eltern, unsere Eltern, angebettelt, den zu kaufen. Weil er wollte den haben, weil er so genial aussieht. Und meine Eltern waren natürlich eher so, willst du nicht für das gleiche Geld 5, 6 Figuren kaufen? Weil er hat so, glaube ich, ich sag mal 100 Mark gekostet. Und also das sind so 50 Euro, was auch heutzutage super günstig ist. Aber trotzdem, es war für damals sehr teuer. Vielleicht hat er sogar mehr gekostet. Könnte sogar mehr gekostet haben. Ich weiß es gar nicht so genau. Könnte sogar 200 Mark gekostet haben, 199 D-Mark. Genau weiß ich es nicht mehr. Egal. Auf jeden Fall, meine Eltern meinen, ach, kauf doch lieber ein paar kleine Figuren. Hast du mehr von, hast du mehr zu spielen? Nein, er wollte diese Figur und ich bin froh darüber. Großartiger Moment, den wiederzusehen, großartige Figur. Platz 5 gebührt meinem G1 Blaster. Auch eine Figur, die immer noch sehr gut im Schuss ist. Der Autobahn-Kassettenrekorder. Die Kassette habe ich drin gelassen. Es ist ein Laserbeak wahrscheinlich, der defekt ist. Ich habe mehrere gehabt, wo auch wahrscheinlich der Kopf abgebrochen ist. Deswegen habe ich sie da reingesteckt. Er hatte keine Kassetten in der G1-Zeit. Beziehungsweise, das stimmt nicht. Er hat in der ersten und zweiten G1-Staffel keine Kassetten gehabt. Und das trotz Tape-Möglichkeit. Kassetten hat er erst in der dritten Staffel bekommen. In der, 2005 nannte sich die auch. Wo, Rodimus Prime, Anführer der Autobots war und nicht mehr Optimus Prime. Und da hat er Tapes gehabt, aber ich hatte eben halt früher keins und das sah doof aus. Deswegen habe ich ihm ein Tape gegeben. Das war auch sehr schön, den wiederzusehen. Das ist auch wirklich eine tolle Erinnerung, weil es ist wirklich der damalige von 1984, wie es hier glaube ich stand. Genau, 84. Erstmals als Diaclone oder beziehungsweise als Microman Microchange Serie von Takara 1974 herausgebracht. Ja, war ein Originalradio da in Japan, dass es diese Funktion ist, natürlich nicht gegeben. Aber weil es ein Transformer ist, muss natürlich auch ein bisschen was transformiert werden. Und wir werden jetzt nach 15 Jahren erstmals wieder, werde ich ihn transformieren. Vorsichtig natürlich. Ich möchte nicht, dass was kaputt geht. Und das klingt immer sehr brutal heutzutage, weil man echt Angst hat, was kaputt zu machen. Er ist einfach gestrickt auf eine Art Fäuste raus. Gezogen. Ne? Drehen konnte man ihn nicht. So. Kanone in die Hand gesetzt. Und da ist Blaster. Ne? Vielleicht kann man das auch zusammen, ob das besser aussieht. Nee, sieht nicht besser aus, weil er hat ja auch hier so schwarz ausgezogene Gelenke. Aber ihr seht, großartige Figur, sehr groß. Und das war natürlich dann im Größenverhältnis, wenn man eine kleinere Figur da hatte, ein bisschen schwieriger damit umzugehen. Aber egal, man hat es geliebt, ich habe ihn geliebt. Einer meiner Lieblingsfiguren aus der G1-Zeit und ein wunderbarer Moment, als ich meine Collection gesehen habe wieder. So, nochmal einen kleinen Nachtrag zum Blaster, denn ich habe ihn eben nicht richtig verwandelt. Mir ist das eben aufgefallen, die Fäuste kann man noch drehen und dann sah das mit den Schultern auch ein bisschen nicht so doof aus, sondern er hat so schön breite Schultern dann und so sieht er natürlich jetzt wesentlich besser aus. So, das war der Nachtrag und weiter geht's zum nächsten Moment. Platz 4 des besten Momentes gebührt zwei Dinobots, Snarl und Sludge, die ich noch in sehr, sehr gutem Zustand habe, die auch mich viel begleitet haben beim Spielen, die durch ihren Gold-Silber-Look auch einfach großartig aussehen. Und ich schätze mich glücklich, eigentlich alle Dinobots zu besitzen. Gut, Slag, habt ihr gesehen, ist nicht in dem allerbesten Zustand. Der wird vielleicht doch nochmal ausgetauscht. Ansonsten habe ich alle in einem tollen Zustand und ich freue mich, natürlich nicht boxt. Ich hätte sie gerne auch boxt, so wie ich Swoop boxt habe, aber das sind zwei wirklich großartige Figuren. Snarl, der Stegosaurus, den ich teilweise echt besser fand
als viele andere Saurier. Neben dem T-Rex war das mein Lieblingssaurier. Dazu mal gesagt, eine Anekdote in Bezug auf Jurassic Park. In Jurassic Park Teil 1 mit Sam Neill und Laura Dern, wenn sie diese Tour verlassen, finden sie einen Triceratops, der krank ist und wo sie so ein bisschen sehen, dass es so ein paar Schwierigkeiten schon im Park gibt. Aber was eine sehr schöne, emotionale Momentaufnahme ist, da sagt ja auch Sam Neill, das ist mein Lieblingssaurier. Das ist ein Triceratops da, aber im Roman war das ein Stegosaurus. Denn anders als ja, der Autor Michael Crichton von Jurassic Park, das war sein Lieblingssaurier. Der Triceratops war Steven Spielbergs Lieblingssaurier und somit hat er da das getauscht. Kleine Anekdote mal nebenbei, die nichts mit Transformers zu tun hat. Hier auch nochmal Sludge, der ganze Erdbeben lostreten konnte in der Serie. Wahnsinn, diese tolle Farbe, dieses Gold. Beziehungsweise, ihr seht, auch der Kopf ist so leicht durchsichtig. Absolut großartig, großartig. Also, das ist mein, ja, Best Moment. Best Moment Nummer 3. Also wir nähern uns dem Ende. Gebührt dieser tollen Figur Multiforce 14. Indirekt kein Transformer, es ist ein Diaclone. Diaclone ist die Originallinie, aus der Transformers entstanden ist. Diese ist auch bei uns in Deutschland erschienen und ja, auch von 1984, absolutes Highlight in meiner Sammlung, auch ein bisschen abgespielt, aber fast vollständig. Wie gesagt, Rampe fehlt mir. Die Kanonen hier oben müssen leider ein bisschen was abgebrochen. Macht nichts, ist halt auch ein Zeitzeugnis, weil man damit gespielt hat. Ich weiß nicht, ob es bei mir abgebrochen ist oder ob es ja schon so war, als ich ihn bekommen habe. Ich habe ihn mal von einem Kollegen übernommen. Ich war eigentlich mit der einzige Transformers-Spieler mit meinem Bruder zusammen in meiner ganzen Nachbarschaft und da. Also es gab zwar ein, zwei, die mir dann auch mal Figuren ausgeliehen haben oder die dann, von denen ich dann später auch Figuren übernommen habe, wie auch diese hier, aber das hielt bei den meisten nicht lange. Das war dann auch kurz nur so ein Flash, so ein Augenblick und dann war es das wieder. Aber Multiforce 14, echter Klassiker seiner Zeit, großartig, den wiederzusehen, ein Moment, den ich ja, genossen habe. Platz 2 ist Optimus Prime. Ja, nicht Platz 1, nein, er ist bei mir wirklich Platz 2. Eigentlich hätte ich lieber noch meinen Diaclone Prime daneben gestellt, aber ich muss sagen, ich habe leider noch meine, ich sag mal, Zugmaschine, meinen Haupt-Prime noch nicht gefunden vom Diaclone. Deswegen stellvertretend habe ich den Powermaster Optimus Prime hier und den G-Bon, den wirklich MB mit den roten Füßen, hier kann man noch mal sehen, MB Transformer, der ist von 1984, 85, der ist so ungefähr von 1990, der Power Master ist auch komplett, ich habe ihn jetzt komplett inklusive Power Master zusammengesteckt, großartig ihn zu sehen, ne, bin doch mal richtig großartig, ich will ihn jetzt auch nicht verwandeln, aber wunderbare Figur, viele tolle Erinnerungen an ihn. Er ist einfach auch Kult, Optimus Prime ist Kult. Aber G1, das ist halt meine Kindheit. Das ist der Besondere. Ich habe ihn auch noch mal zum Glück boxt, aber einer späteren Auflage. Er wird bis heute noch gerne aufgelegt. Diese G1-Figur wird bis heute noch gerne aufgelegt. Somit kann man sie sich immer noch ins Regal stellen. Unterschiede gibt es da eigentlich nur minimal. Wahrscheinlich ist das Material und die Qualität der Aufkleber ein bisschen anders. Weil es gibt natürlich auch immer mit Materialermüdungserscheinungen. Ich habe da zum Glück gar keine. Meine Reifen sind noch wie neu. Das ist noch ja alles tippitoppi. Es ist damit gespielt worden. Man sieht es, dass leicht Aufkleber bei mir sich so ein bisschen lösen. Aber das ist es halt so. Es war eine Spielfigur. Ich habe Prime wirklich nur zweimal gehabt. Einmal als Diaclone und einmal in dieser Form. Diaclone hoffe ich, dass ich ihn noch finde. Das ist die einzige Figur, die ich aus der ganzen Sammlung nicht gefunden habe, aber ich weiß eigentlich, dass ich sie nicht weggegeben habe, weggeschmissen habe oder ähnliches. Deswegen wird die noch irgendwo sein. Aber das war mein Best Moment, diesen klassischen Optimus Prime, die Figur, mit der ich so viel Zeit gehabt habe. Mein Anführer der Autobots,
Denn wenn ihr genau geguckt habt durch die ganze Sammlung, ich habe keinen Megatron gehabt. Megatron war eine Figur, die in Deutschland schwer zu finden war. War eine Pistole, die sich verwandelt, mochte man nicht gern. Von Diaclone, die Serie, da gab es den Browning, auch eine Pistole, die sich verwandeln konnte. Die war zu bekommen, aber auch nur nicht in großer Maße. Ich vermute mal, dass die Spielzeugläden in dieser Richtung bei Waffen ein bisschen vorsichtig waren. Aber andererseits, es gab auch immer noch die ganz normalen Erbsenschusspistolen und Knallpistolen, die es bis heute teilweise gibt, aber bei Transformers war es seltsam. Ja, deswegen waren bei mir die Bösewichter, die Anführer der Decepticons immer andere, wie zum Beispiel Onslaught, auch von der Anführer der Combaticons. Aber egal, das war mein Best Moment Nummer 2. Und der absolute Nummer 1 Moment, der mich voll ergriffen hat, als ich meine Sammlung angeguckt habe, waren meine ersten Boxed Transformers, Twin Twist und Topspin, oder Topspin und Twin Twist, mit ihren Boxen. Ich habe diese Boxen von MB, die allerersten Auflagen, ich habe sie noch. Und ich werde sie auch schön restaurieren. Hier ist leider die Folie so ein bisschen gelöst, aber egal, ich werde bei mir was bauen, dass ich diese Figuren jetzt schön präsentieren kann, so wie sie früher waren. Ich habe jetzt auch ihre Waffen hier zugeordnet. Hier nochmal auch die Figur zu zeigen. Das war's. Twin Twist und jetzt Topspin. Großartig, die Box von früher nochmal in den Fingern zu halten. Die Figur ist natürlich bespielt, die Waffen sind recht locker. Ich muss noch ganz mich darum kümmern, dass ich sie vielleicht ein bisschen restauriere, wie auch immer. Vielleicht, ich werde eigentlich kein Upgrade machen mit den Aufklebern. Es gibt so Replacement-Aufkleber, wo man alte wiederherstellen kann. Das möchte ich dann nicht machen. Die sollen so bleiben, wie sie sind, weil das sind meine Erinnerungen an meine Kindheit. Das war ein ergreifender Moment, diese wiederzusehen. So, jetzt habt ihr 10 Momente gesehen, na, sagen wir so, 10 Momente, die mich gepackt haben, als ich meine Sammlung in Stunden, das waren wirklich Stunden, die ich gebraucht habe, mir alles anzugucken. Im Endeffekt war der ganze Dreh, hat 2 Tage gedauert. Und ihr seht es in Wochen verteilt, aber das waren 10 Momente, die mir sehr gefallen haben. Ich danke fürs Zuschauen. Ich freue mich über Likes, ich freue mich über Abos und kommentiert bitte. Sagt, was ihr sagt zu meinen Top 10s. Was sind eure Lieblingsfiguren von Transformers? Schreibt es mir einfach. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.